Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Euro Truck Simulator 2 Video. Wir stehen hier noch in Belgrad und dann schauen wir mal, worin die Reise von hier aus heute geht. Ja, mehr als hier schon Restzeitfahrzeit, das ist eigentlich ganz nicht mehr verkehrt. Vielleicht muss ich nämlich eine Pause machen, weiß ich noch nicht. Aber dann würde ich sagen, fahren wir dann Ethan 1146 Kilometer für 51.000, 21,8 Tonnen schwer. Fahren wir dann nach Stuttgart zu Sandbuilders. Gibt auch mal gut Kohle, das ist sehr schön. Ich meine, den Schlag muss ich ja sowieso nochmal reparieren. Das Event, das Triconnection Switzerland Event ist auch jetzt vorüber. Also, es ist noch nicht vorüber. Also, wenn ihr es noch nicht durch habt, eure Fahrten, habt ihr noch Zeit bis Sonntag, den 14. Juli um 23.59 Uhr. Aber das Community-Ziel, das wurde erreicht. Mit dem Bremsen. Das ist natürlich auch ein bisschen laggy jetzt, aber halt nicht so sehr laggy, dass ich sagen würde, okay, das lag jetzt daran. Gut, die Bremsen sind ja auch wahrscheinlich jetzt schlechter gerade wieder, weil eine Prozente die ist jetzt anders. Diese Bremsen muss ich jetzt wieder mit einbrechen auf den 1000 Kilometern. Dass die Bremsen keinesfalls die besten sind. Und ich melde wieder eine Nachbremse. Was die Videos betrifft, die bearbeitet werden müssen auf dem Laptop, wofür ich die Monitor brauche, die habe ich jetzt durch. Prinzipiell könnte ich vielleicht sogar noch wenn die auch irgendwie zocken kann oder so, dass ich die anderen Videos versuche vielleicht irgendwie auch noch hinzubekommen, dass ich auf dem Stick lasse und dann rendere. Aber das wird wahrscheinlich noch sehr viel Tetris. Die ganzen auch gerade ausstehen sind hier auf dem Rechner. Andererseits, wenn das nicht so ist, dann könnte ich in der Theorie dieses Wochenende dann anfangen, wenn ich die RAM-Riegel wieder habe, gestern ausgeliehen habe und nicht so wirklich scheinbar funktionieren wollen. Vermutlich, also könnte da unter Umständen auch sein, dass die RAM-Riegel mit einer Ursache dafür sind. Oder dass die bei was auch immer das Problem, Ursprungsproblem war, dass sie da einen Knick reinbekommen haben. Sind wir gerade in der Nähe von der Werkstatt? Ich glaube nicht, ne? Nee. Ja, ich habe reingescrollt, Maus. Ich habe wieder reingescrollt. Was ist denn das, Alter? Nee, aber da oben wäre eine. Aber da kommen wir halt nicht hin, ne? Das heißt, wir müssen eigentlich... Weiß nicht, auf dem Weg nach Stuttgart wird es wahrscheinlich keine geben. So am... auf dem Truckstop oder so. Dann werden wir da erstmal hier mit auskommen müssen, in den letzten 1200 Kilometer.
Mann, ich wollte jetzt nochmal den Rechner wiegen, wie viel er nochmal wiegt. Hauptsächlich aus Spaß, aber auch. Um ein bisschen zu kalkulieren. Wie machbar das ist, ob ich da irgendwie noch vor irgendwelche Sicherheitsdinger. Auch cool. Das ist ja auch nice hier. Am Hafen von Belgrad. Wir sind fertig. Ich meine, weit ist der Weg ja jetzt nicht zum Dings. Vor allem nächste Woche wird sogar noch gutes Wetter, also halt trocken. Und wahrscheinlich nicht allzu warm, also zwar warm, aber halt nicht allzu warm, also nicht heiß. Das sieht weiter südlich ganz anders aus, aber lass uns loslegen. Bevor wir loslegen, gucken wir, wie wir denn fahren. Also wir fahren wieder den Weg zurück, dann haben wir die 47 hoch, die 13, ich warte die Strecke um Belgrad rum. Dann geht's kurz auf der A1, die zur A3 wird. Dann sind wir schon in Kroatien. Fahren dann da die A3 weiter nach Zagreb, dann geht es nochmal durch Slowenien. Auf der A2 durch Slowenien, an Novo Mesto vorbei, an Ljubljana vorbei, dann sind wir auch schon in Österreich. Dann geht es in Österreich auf der A10, A hoch in Salzburg, dort geht es weiter auf der dort geht's dann rüber nach Deutschland, dann geht's auf der A8 an München vorbei und dann sind wir auch schon in Stuttgart. Schon ist gut, es sind 1150 Kilometer, 16 Stunden Fahrzeit. Einmal müssen wir mindestens pennen. Und es wird auch die ein oder andere Motorfehlfunktion geben. So, dann weiter geradeaus. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Warum regnet das eigentlich nicht? Es sollte auch super viel regnen. Da kann man auch gerade, also kann sich nicht alles aufgelöst haben hier. Es ist scheinbar anders vorbei, also nur ein Zipfel trifft uns, super. Wieder unter 40, wir wollen ja nicht hier flitzen, ne?
schlimm genug, dass es gerade in-game regnet und dadurch so nochmal zu, dass die FPS drauf sind. Immer geradeaus. Demnächst rechts abbiegen. Das kriegen wir doch hin. Wir werden Müllbergen vorbei hier. Biege nach rechts ab. Und weiter mit 40, also wieder den Berg hinauf. Der Regen hat sich aber auch echt festgesetzt hier. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Und weiter rechts halten. Ich weiß ja gerade gar nicht, ob ich wann die denn noch aufhaben gerade. Und dann Ausfahrt rechts. Ich muss damit auch Briefe wegwerfen, aber keine Briefmarken, deswegen muss ich eigentlich noch irgendwie da zur Post. Nimm die Ausfahrt rechts. Aber da ich da, wo es zumindest am nächsten ist, seit keine Ahnung wie viele Jahren nicht mehr gewesen bin. Weil ich gegenüber der Bumsion noch ist. Und wenn ja, wie lange der aufhat. Auf die Idee, dass ein Shop, dass man hier shoppen muss. Ist das ganze Ding hier noch nicht fertig oder was hat das hier zu bedeuten? Nice mit dem Zug. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Ja. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das kann halt an den Regeln selber liegen. Ich habe keine Ahnung. Das würde mich jetzt auch nicht wundern. Ich meine. Kriege ich reingemacht Blue Screens, dann ging das irgendwie gar nicht mehr an, der Rechner.
habe schon das Gefühl, dass ohne die Buslinie jetzt gerade wieder gesehen zu haben, aber das könnte echt noch witzig werden. Wenn ich den Rechner wegbringe und so, dann sage ich auch so, ja, hier versucht den zu reparieren, aber wenn ihr merkt, okay, das geht irgendwie in die Höhen von, keine Ahnung, 3000, 4000 oder so, dann wenn das für euch ersichtlich ist, dass die Reparatur so teuer sein wird, dann wegen Teilen und whatever, dann I don't know, Abbruch. Was kaputt ist, whatever. Kann ich ja nur überlegen, ob ich dann irgendwie versuche zu reparieren. Also quasi, ne, mit Einzelteilen, die dann, dass ich Einzelteile ersetze, die dann dazu passen würden. I don't know, wenn dann die Grafikkarte kaputt ist oder whatever. Oder die Grafikkarte und die RAM-Riegel, I don't know. Dass ich dann einfach nur die Sachen halt ersetze, so, dass es dann halt noch, ne? Keine Ahnung, wenn das jetzt irgendwie 3.500 oder so kosten würde, das den zu reparieren, dann weiß ich nicht, dann haben wir hier schon wieder 60, also das ist ja auch schon wieder hier nur 80, meine ich. Ich darf nur 70, nicht 80, ich verstehe. So, dann keine Ahnung, dann selbst wenn es bei 3000 ist zu reparieren, so, da kann man ja auch schon überlegen, ja, okay, lohnt es sich das noch, so, also das ist ja gut, wenn das knapp über 3000 ist. Ich meine, ja, man kann es so und so sehen, ne, ich meine, der Rechner, der hat jetzt ja auch schon, oh, ich habe gar nicht nachgeguckt. Ich glaube, der hat auch irgendwie 3000 gekostet zu kaufen, weil ich ihn nochmal repariere für nochmal zusätzliche 3000, keine Ahnung. Halt dann auch schon wieder, da würde ich noch sagen, ja, okay, von mir aus, weil ein neuer Rechner halt genauso viel kosten würde. Plus minus halt. Wenn das dann bei 3,5 bis 4 ist vom Kostenvoranschlag, dann würde ich auch schon echt hart überlegen, ob ich das lieber machen lasse. Bitte links halten. Links halten. Ich vergesse jedes Mal diese Kreuzung. Einfach weil sie so dünnig ist. Wenn es die öfter geben würde, würde ich wahrscheinlich ein bisschen besser mich darauf vorbereiten können, aber so achte ich einfach hier null drauf. Kann ich ja nicht online sehen, wie lange die aufhaben? Wenn die nur bis 16 Uhr aufhaben, dann muss ich mir was anderes überlegen. Dann muss ich wahrscheinlich gucken, wie lange die Post auf hat. Beim Bahnhof. Ich glaube, ich gucke aber eben kurz in Ruhe nach. Nachdem wir wieder hier auf der Bahn sind.
Okay, easy going, perfekt. Ja, noch bis 18:30 auf, laut Google Maps. So, ne? Also, wollen wir dem mal Glauben schenken. Sind dann zwar jetzt auch nur noch 3,5 Stunden exakt, und wir haben noch 1100 vor uns, also wir sind noch nichts gefahren. Ich darf jetzt mal schneller fahren. Bitte links halten. Sprich, das dauert ja auch noch 2 Stunden wahrscheinlich. Also ich... Da wird dann schon wieder kurz vor knapp, wa? Wie mache ich das denn? Ja gut, dann fahr... Da melde ich einfach 2 Fliegen bei einer Klappe, ist auch ganz gut. Wenn es wirklich regnen sollte, dann habe ich das in einem Rucksack, die Briefe. Kann ich dann auch direkt einkaufen, zwar nicht dann bei Aktiv und so, sondern woanders. Bitte links halten. Und wenn ich dann wieder zu Hause bin, dann kann ich mich an den Finalschliff vom Video für Sonntag setzen. Und im Anschluss kann ich dann dieses Video machen. Mal hier entlang. Oh, 25 Euro bezahlt, sehr schön. Oh, dann kann man wieder beschleunigen, aber auch nicht zu sehr, ne? Dann sind wir jetzt bei der Grenze. Jetzt geht's von Serbien. Jetzt habe ich vergessen. Super. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Kroatien. Es geht nach Kroatien. Und da haben wir, weil es 12 Uhr ist, nochmal ordentlich Kohle blechen müssen.
super. Ja, ich habe Enter gedrückt. Die stehen ja nur, die wollen nicht raus. Das sah ein bisschen anders aus, kurz, hätte ich. Wahrscheinlich noch mal kurz vorne mal schauen hier, ob ich nicht hier doch irgendwo noch irgendeine Zeile Briefmarken auffinde. Jetzt ist der Regen auch draußen angekommen. Und wir brauchen ja wahrscheinlich noch mal ein bisschen, bis wir hier rauskommen lassen werden. Oder auch nicht. Man muss die einfach noch mal lautstark anmerken. Oh, war schon durch. Da waren die Bremsen wieder gut, wa? Ich muss mich auch gerade echt ein bisschen ranhalten. Nach aktuellem Stand sind die nächsten, also komme ich gar nicht dazu, irgendwie Transportfieber die Kampagne weiterzumachen, weil ich einfach in der Theorie, wenn ich mich ranhalte, wenn ich täglich, jede Woche gerade zumindest über die nächsten 3 Wochen was habe, aber ja, sogar 4 Wochen belastend. Das eine ist zum Glück nicht ganz so groß. Das, was ich jetzt gerade gemacht habe, ist auch nicht allzu groß. Also, sind in Anführungszeichen nur 130 Clips. In, keine Ahnung, gefühlt 5. Ach, Digga. Dass es halt auch meint, dass es halt auch solche Dinger gibt, solche Anlagen gibt, wo eine Schranke eingebaut ist und solche Dinger gibt, wo halt keine eingebaut ist. Vor allem, wenn die Schranke so Ewigkeiten braucht, um runterzugehen, dann denke ich mir halt auch so, ja, okay, easy going, die braucht ein bisschen, dann ist es halt so ein Ding, wo man hier einfach durchfahren kann mit so 30 oder whatever Sachen. Kommen wir hier irgendwo in der Nähe? Da ist keine Werkstatt drauf. Hier auch nicht. Hier wahrscheinlich auch nicht. In Zagreb will ich nicht unbedingt raus. Also nicht, weil ich, also na, ich will nicht einen Umweg fahren, so sagen wir es mal so. Wenn es jetzt irgendwo hier wäre, dann würde ich es noch machen. Gut, bei Ljubljana ist es ja schon mal relativ close. Wir müssen uns, glaube ich, echt komplett durchkämpfen. So, vor Salzburg aus gibt's auch nichts. Das wird es auch nicht sein. Da sind wir schon bei München. Hier wäre noch eine Möglichkeit, aber ist nicht groß genug und hat nicht die... Ja gut, wir müssen einfach die restlichen 1000 Kilometer... Müssen wir jetzt durchbuddern? Ging da jetzt mittlerweile weit auf die Fracht? Ich hoffe nicht. Zum Glück. Oh Mann.
Ich hatte einen Spaß mit der ganzen Mutterfehlfunktion jetzt. So, 200 Kilometer jetzt nach Zagreb oder Richtung Zagreb. Ich bin auch bei dem Dings da erzählen, ne, dass es 130 Clips oder so waren. Video ist jetzt auch also nicht ganz so lang in Anführungszeichen, also nicht so lang wie jetzt. Ich weiß auch, ich habe noch nicht mehr angeschaut, wie ich das gemacht habe damals beim Halloween Event 21 oder so. Ich weiß nur, dass da das Video einfach 2 Stunden lang ist. Also wird jetzt sich wahrscheinlich so auf um die 35 Minuten rausgehen oder 40 Minuten. Aber ich glaube, ich habe da auch ein bisschen mehr gemacht. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das damals geschnitten habe, zugegebenermaßen. Weil jetzt, wie gesagt, 130 Clips. 130 Clips gefühlt nochmal teilweise wohl bemerkt, gedrittelt. Also keine Ahnung, es sind wahrscheinlich insgesamt jetzt so 250 Clips oder so. Ja. Aber das Video, das habe ich jetzt endlich irgendwie in. Habe ich mir ein bisschen von mich hingeschoben. Aber ich glaube, wenn ich mehr dran gewesen wäre, dann wäre ich auch deutlich schneller vorangekommen, oder? Wäre nicht so das Problem gewesen. Ich weiß gar nicht, wie das. Also beim letzten Editieren, dann ging das irgendwie schnell voran. Sonst habe ich immer irgendwie das gemacht, so. Meine Güte, wir kommen echt nicht voran, wa? Weil ich dann einen Schluck reparieren auf jeden Fall. Um 40.000. Die Farbe auch schon wieder für nix. Also ja, da saß ich einfach in Torx, hab dann irgendwie eine Stunde oder so dran gesessen. Ich weiß gar echt nicht, wie ich das jetzt gemacht habe, also dass es vom Gefühl her so schnell ging. Aber ich saß da bestimmt insgesamt so bis jetzt so 5-6 Stunden dran. Ich werde da wahrscheinlich auch nochmal so 2 Stunden jetzt noch dran sitzen. Wie gesagt, in dem Fall dann halt, wenn ich vom Briefe wegbringen und vom Einkaufen wieder da bin. Mal schauen, wie lange ich jetzt brauche, bis die nächste Motorfehlfunktion wieder kommt. Wahrscheinlich nicht lange und wir haben auch wieder einen halben Tank nur noch. Also wenn das wieder dann durch ist, durchgerendert und so weiter und ich das nur am Hochladen bin, dann ist die Arbeit auch immer noch nicht getan. So. Aber ich denke mal, das ist gar nicht mal so verkehrt, da jetzt mal so die extra Meile zu gehen. Man muss auch dazu sagen, hätte ich dann irgendwie schon, wäre ich smart gewesen, hätte angefangen schon zu editieren, während das Event noch am Laufen war, von Port City Ship Tycoon, dann wäre ich zum einen
wäre das nicht so ganz so viel auf einmal gewesen, so was das Editieren betrifft. Und zum anderen wäre das Video auch schon deutlich früher draußen. Und ich hätte jetzt nicht so einen richtigen Backlog, weswegen ich jetzt beispielsweise Transportfever oder Railroad Corporation nicht anfangen kann. Weil das alles einfach noch hier sowohl auf dem Handy als auch auf der Platte rumfliegt und halt neue Events gerade schon am Laufen sind, teilweise auch schon so gut wie vorbei, weswegen jetzt bei Port City beispielsweise, also jetzt Train Station 2 sind zwei Events noch, Port City kommt am Sonntag und ist gerade noch eins am Laufen, was so in 10 Tagen zu Ende ist, weswegen ich halt eigentlich wahrscheinlich auch quasi Port City dieses Wochenende, nächstes Wochenende Train Station 2, das Wochenende darauf Train Station 2, weil es noch ein Mini-Event dazwischen gab, dann Port City und dann ist wahrscheinlich auch das aktuell laufende, ja, was ist wahrscheinlich, dann ist das laufende Event in Train Station 2 auch wieder vorbei, dann ist wieder Train Station 2 dran, das heißt die nächsten 5 Wochen, wenn ich mich ranhalte, sind eigentlich schon komplett ausgebucht, was das betrifft. Und danach kann ich mich theoretisch gesehen erst wieder an die Fortsetzung von den Kampagnen von Transport Fever setzen oder an Railroad Corporation. Es wäre ja schon eigentlich relativ witzig. Also ich will es nicht einfach schon wieder sagen, weil ich sowieso schon jetzt so seit keine Ahnung, einem halben Jahr oder so, oder mehr, Quatsch, halb Jahr, ein Jahr oder so jetzt vor mir hinziehe. Aber so eigentlich schon, kann man schon sagen, seit 2 Jahren. Bald 3 Jahren. Eigentlich sogar 3 Jahren. Wenn man mal ganz streng ist. Mit dem vernünftigen Rechner. Wer weiß, vielleicht. Vielleicht ist dann ja dann was Vernünftiges dann wieder hier. Also, ja, es sind eigentlich mittlerweile echt schon gefühlt nur noch leere Worte hier, aber. Schauen wir mal. Oh, okay. Ich jinx es jetzt einfach. Ich jinx jetzt die Modafil-Funktion. Das hat ja schon ein paar Kilometer jetzt gebraucht, ne? Also, dass wir jetzt hier so schön geschält fahren können. Das sind echt die nächsten 5 Wochen, Alter. Das ist wild. Eigentlich muss ich wirklich auf dem Laptop weiterrendern, ne? So die ganzen Sachen, die jetzt hier gerade noch auf der Platte sind, die jetzt irgendwie zu lang sind. Das Problem ist, sind halt alles so teilweise 1080 FPS Videos. Da muss ich halt echt auf dem Stick haben und vom Stick aus cutten, Digga. War es zwar zu weit rechts, aber holy fuck. Das muss ich eigentlich halt wirklich machen, also sind wir mal ehrlich. Ich muss hoffen, dass dann die. Ich kann ja den Dings hier HDMI-Kabel dann ja auch wieder rausnehmen, so wie ich es ja auch immer mache, wenn ich hier PS4 anhabe. Perfekt.
Es waren 906. Das waren jetzt 100. Hundert 33 Kilometer, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, aber 133 Kilometer, roundabout 133 Kilometer. Das heißt auch ein paar Modal Fehlfunktionen, noch 5 Modal Fehlfunktionen, wir sind in Stuttgart. Easy going. Ich glaube, ich bin ganz einfach geschlichen, ich hätte das sogar die ganze Zeit noch ein bisschen schneller fahren können. Sehr schön. Erstmal mich selbst ausgebremst. Wobei, wir sind ja wahrscheinlich. Ah, ne, gut, wir doch dabei. Das Ding ist ja gerade durch, durch Kroatien schon durch. Zwei Stunden kann ich noch fahren, dann muss ich pennen. Also pennen wir so ungefähr bei Kilometer 550, I guess. Also, wir sind in der 80er Zone. Also, wir sind wieder raus. Bitte links halten. Weißt du, noch ein bisschen mehr Arbeit, ich bin noch mal. Bus ist wieder für fertiges heute. Für morgen. Ja, für morgen. Muss ich sogar noch ein bisschen was machen, bevor wir das dann wirklich rendern können. Also, Maze ist gerade auf dem Schirm, oder? Bitte links halten. Muss ich mal gucken, vielleicht habe ich sogar noch genügend Zeit, da irgendwie einzubauen, einzuplanen, whatever. Ich glaube nicht, weil ich einfach zu wenig Zeit dafür gelassen habe beim Aufnehmen. Auch bis jetzt so, also das wird jetzt die nächsten 5 Videos dann so bleiben. Muss ich mal schauen, wo ich wahrscheinlich ordentlich noch mal ein bisschen rumfriemeln. Mit Glück. Mit viel Glück. So, hier kann man nämlich durchrasen, durchfahren. Also nicht durchrasen, aber durchfahren. Ist zwar auch eine Schranke, aber die ist oben.
Was sind wir jetzt in Slowenien? Oder auch nur gleich. Ich werde gleich nochmal kurz das Spiel neu starten. Dann fahren wir dann mit einem neu gestarteten Spiel dann und ausgeschlafen. Eigentlich gerade irgendwie wild. Hat er doch gerade sogar irgendwie die Cruise Control, den Tempomat ausgeschaltet und dann hat er sich wieder selber angemacht. Meine Güte. Ich will da reparieren, aber krieg gar nicht. Hier ist ja nichts. Dann wieder an Novo Mesto vorbei. Nach dieser Schlafmöglichkeit müssen wir dann pennen. Aber ich will auch nicht pennen bei Ljubljana will ich auch nicht pennen. Eigentlich muss ich dann echt noch hier bis zur Grenze hier fahren. 1:50 Stunden, das passt dann noch. Dann fahren wir noch zur Grenze nach Österreich und dann pennen wir dort. Also, wie gesagt, das Spiel ist ja auch wieder hier auf der SSD. Genau wie ATS. Und die Grafikkarte wäre es halt eine Generation danach oder nach der Generation. Also, quasi diese Grafikkarte, wie sie jetzt hier drin ist, ist die Generation vor der Grafikkarte, wie sie halt im Rechner drin war, wo so. Gar, wenn ich mich recht entsinne, 1080p 60fps, nee, 60fps war nicht so richtig, aber 1080p 48 hätte ich machen können und dann wäre es noch flüssig gewesen.
Ja, hätte ich mal nicht die 280er, hätte ich nicht eine, hätte ich mal lieber nicht. Wobei, ich glaube, mit 290er hätte es auch gar nicht gegeben. Also ich glaube, das Einzige, was irgendwie da so an Grafik hatten, da war, die irgendwie Mainboard-Porter-kompatibel waren. Oder die allgemein irgendwie nur da waren, also von den alten. Die auch hier hätten reingepasst in den Ding. Ich glaube, das war halt die 270 die einzige, die da gewesen ist. Wenn da der 280er gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich auch die 280er genommen. Allerdings gab es von den... Ich weiß gar nicht, ich kann auch sein, dass es bei den 280er nur 3 GB RAM gab und so. Ich glaube, die hat hier... Oh, 2... Nee, 3? Und ich glaube, die hat hier 4, ich habe keine Ahnung. Aber ich habe mir gedacht, ja gut, ich nehme einfach dann die 270er oder ich musste die 270er nehmen. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Das ist halt auch wieder, wie gesagt, ne, das ist jetzt ja auch wieder 1,5 Jahre her. Aber ja, wie gesagt, wäre das ein neueres Modell. Also ich habe gar nicht wirklich, glaube ich, da. Ich habe nicht genug nachgeschaut. Entweder bin ich nicht genug nachgeschaut, weil ich mir dachte, ja gut, bleibt mir ja nichts anderes übrig. Oder ich habe mich einfach nur nicht genug nachgeschaut. Ich habe so zumindest so im Hinterkopf, dass ich mir dachte, ja gut, dann nehme ich halt die 270er. Halt mehr RAM als die alte. Mehr VRAM als die alte. Wird dann ja schon passen. Das war eine, ist halt jetzt hier eine 270er. Also eine R270. Und vorher war ja... In den Videos von vor 4 Jahren war es eine. Vor 4+ Jahren war es eine AMD Radeon R280. Ich glaube X, vielleicht aber auch nicht X. Ja, wie gesagt, 290er. Wenn ich bei der 200er Serie noch geblieben wäre, wäre wahrscheinlich optimaler gewesen. Das ist einfach ein Jahr. Genommen, was irgendwie jünger ist als jetzt die 280, wäre glaube ich smarter gewesen, aber ich glaube, es gab nur noch die 270er da irgendwo im Angebot. Okay, wir sind ja gleich da. Da kommen wir gar nicht hin. Kommen wir da hin? Wir können ja glaube irgendwie auch so da irgendwie pennen. Fertig zum Losfahren. Werden wir jetzt gleich sehen, wie wir pennen können. Ich nehme aber auf, oder? Ja. Ja, ich nehme auf. Das ist natürlich auch super, super Punkt, Zeitpunkt, um nochmal nachzuschauen. Rechts halten. Aber da ich hier nicht beide Monitore anschließen kann auf dieses Mainboard, sehe ich das halt nicht, ne? Nimm die Ausfahrt rechts. Mal dieser Stau, der Straßenverkehr hier bei den Grenzen. Da freuen sich die Bremsen. Da quietschen sie vor Freude. Immerhin ist es die Landschaft hier auch schön. Achso, wir stoppen ja die ganze Zeit, weil hier ein Stoppschild ist.
mit ganz viel. Ja, okay, wir müssen, glaube ich, dann hier so ein Ründchen wahrscheinlich fahren und können hier vorne wieder raus, I guess. Immer geradeaus. Da vielleicht auch nicht. Okay, lass uns eine neue Route finden. Ja, ich muss dann, glaube ich, anders raus. I guess. Immer oder ich kann hier raus. Dann hallo Maus, Maus, oh, und ich starte noch kurz das Spiel neu. So, dann wollen wir mal die restlichen, keine Ahnung, wie viele Kilometer weiterfahren. So, Licht anmachen. Das ist immer aus, wenn man wieder neu startet. Demnächst rechts abbiegen. 500 Kilometer noch. Biege nach rechts ab. Heute starten hat sich auf jeden Fall gelohnt. Nicht. Das freue ich mich schon darauf. Immer geradeaus. Wenn ihr wieder was steht, was nicht bei jedem, bei jeder Bewegung halb zusammenbricht. Random. Unter 60, und dann fahren wir erstmal 60 durch den Tunnel durch. Sogar schön hier im Tunnel von der Baustelle, eine zufällige Baustelle, also nicht von der Baustelle, also im Tunnel mit Baustelle, war ja eigentlich zweispurig befahrbar, aber da wird auf einer Seite noch gebaut. Einfach nochmal hier schön Zufallsbaustellenstraßenereignis. Wie passend. Ach nö, wir müssen ja auch noch durch die Alpen jetzt fahren hier mit dem zusammenfallende Motor. Okay, lass uns eine neue Route finden. Mach mal. So, also müssen wir eigentlich links halten, war ja Richtung Salzburg, bleiben wir links. Wir wollen nicht nach Italien, wir wollen nicht gen Wien und Klagenfurt. Wir wollen Richtung Deutschland bzw. Salzburg.
Weiterhin mit 30, jetzt sind auch wieder so. So fake. Ja, schon mal auf 80, wir werden ja ausgebremst durch die Beschleunigung, durch die adaptive Geschwindigkeitsregulierung. Oh, links halten. Ah, super, ja, natürlich auch. Die adaptive Geschwindigkeitsregulierung denkt sich, nö, kein Bock. Das freut mich natürlich. Ich überhole dann gleich einfach. Oh, du sollst jetzt 80 fahren. Endlich. Endlich auch im Navi. Oh, ich muss tanken. Da war ja was. Und dann muss ich in diesem Auto durch. Und das war auch schon dürften. Nee, wir sind noch nicht in Deutschland, ja, weit. Das dauert noch ein bisschen, nicht? Wir sind ja noch nicht mal bei Salzburg. Wir sind ja noch auf dem Weg nach Salzburg. Ich hoffe, es kommt bald hier noch eine Tanke. Na toll. Ich hab gehofft, ich komme auch hier rein. Hallo. Mein Gott. Einfach, weil die ganze Zeit stand hier von wegen hier.
dass LKWs irgendwie drei Spuren hätten oder so. Aber nein, haben wir nicht. Man sollte nicht immer auf die Schilder vertrauen. Zumindest habe ich so interpretiert, als ob wir drei Spuren hätten, aber vier. Also, sehr gut. Dann kann ich auch rüber. Ach, es ist schon schön, durch die Berge zu fahren. Bin ich an Tage vorbeigefahren? Scheiße. Nee, bin ich nicht. Die kommt erst nach Salzburg. Das ist ja... Das ist ja toll. Das ist ja toll, dass die erst nach Salzburg kommt. 144 Kilometer kann ich noch. Ja, easy going, never mind, easy going. 144 Kilometer schaffen wir easy. Das sollte passen. Es sei denn, dass jetzt noch ein Loch drin durch die ganzen Schäden. Aber. Hoffen wir mal nicht. Nice. Haben auch sogar hier den Höhenunterschied auch schön sieht beim Vorbeifahren vom Damm. Oder Wasserkraftwerk oder wie auch immer man das nennen mag. Weiter gehen Innsbruck und München.
Und da sind wir bei der Tanke und haben noch. Könnte noch 92 Kilometer fahren. Einmal durchfahren, pennen müssen wir nicht, das machen wir wieder in Stuttgart. €1,75. Tanken wir mal voll. Exakt 1000 Euro für 571,47 Liter. Dann haben wir jetzt noch 288. Kilometer durch Deutschland, ein bisschen vorbei nach Stuttgart. Stuttgart auch ausgeschildert, 272 Kilometer. Halber Katzensprung, 16:01 Uhr. Ausnahmsweise pennen wir mal nicht am Chiemsee. War ja auch mal wieder schön, so eine schöne lange Fahrt zu haben hier. Auch die gut Geld einbringen, auch wenn ich das meiste jetzt eh so einen schon voraus hätte ausgeben müssen, aber jetzt durch die paar mehr Schaden noch mehr. Aber es ist halt wie es ist. Es ist auch nicht allzu schlimm. Wir nagen nicht am Hungertod. Wie gefühlt 300 Fahrten hintereinander. Wer weiß, vielleicht ist jemand auf dem Profil ja auch in naher Zukunft an die 1 Million geknackt. Wäre ja auch ganz nice. Ich werde auch erstmal kurz unter die Dusche hüpfen und dann wegbringen.
ich noch mal gucken, wie das Wetter dann gleich ist. Ob es smarter ist zu gehen. Ich glaube, ich auch wieder ein bisschen unterwegs, war. Wie lange brauche ich denn dahin? Viertelstunde, dann dahin noch mal 20 Minuten und dann zurück. Wobei, nee, ich brauche allein dahin hin und zurück schon eine halbe Stunde. Ja, doch, kommt hin. Da bin ich doch schon unterwegs, ne? Also weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Hoffen wir mal, dass es dann nicht regnet, so, ne? Dann kann ich das zumindest alles flotter machen. Das wäre ja ganz fresh. So schneller ich dann wieder hier bin, desto schneller komme ich dann dazu, das wieder fertig zu haben. Gerade hinten schon am Blinken. Was das Navi betrifft, 140 Kilometer noch. Ja. Auch erst so wieder hier bis auf den neuen Wegen. Ich hoffe ja auch ein bisschen, dass. Weil das Video könnte ich dann vielleicht auch nochmal irgendwie dazwischen mogeln am Freitag oder so. Dass ich jetzt bei ATS hier auch endlich mal eigentlich das eine abschließe, damit ich auch mich an die anderen Videos setzen kann. Hier nur am Kreisen oder ist hier was? Der ist nur am Kreisen, okay. Ne, hier ist auch was. Aber er zieht scheinbar von dannen. Sind wir hier gerade bei Ulm? Wir fahren an Ulm vorbei. So einfach nur ausgehend vom Kreuz Ulm. Da sind wir auch schon gleich.
Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt in die Stadt reinfahren noch oder ob Sandbuilder ist. Ja gut, wir fahren in die Stadt und an der Stadt vorbei wahrscheinlich. Oder an der Stadt vorbei und in die Stadt rein. I don't know. Ist ja schließlich alles umgebaut und ich war es auch nicht gewesen. Ne? Durchfahrt hier wieder. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Und das sind wir jetzt unter 350k mit den Kühlhydraten. Mal schauen, ob wir die 350k noch haben, wenn ich den Auftrag abgegeben habe und ich mich repariert habe. Gut, dementsprechend fahren wir wahrscheinlich sowieso nochmal nach Stuttgart rein. Die für LKWs. Weit hier mit 60. Weiter gehen Sandbuilders, erste Aufhalten ja, in Stuttgart oder so. Ja, doch in Stuttgart. Auf dem Profil hier. Im alten Stuttgart natürlich schon jede Menge hier, sehr oft gewesen. Sehr oft gewesen. Aber hier nicht auf dem Profil. Ohne Aria Sandbuilders. Schön hier am Wasser entlang. So, wenn hier noch ein paar Binnenschiffe rumschippern würden, der wäre auch schon nice. 50, I see. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Dann geht es wahrscheinlich hier auf die Baustelle. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Auch cool, dass es so eine große Baustelle ist. Das ist halt, da entsteht was Großes und ich habe irgendwie die Rundumbrüche angemacht. Wann ich das gemacht habe, weiß ich nicht, aber sieht's an. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Ja, warum, biege nach rechts ab. Lässt man da keinen Platz hier so, ne? Ich frage für einen Freund.
Weil ist das hier gerade, soll das Schocker 1 zwar nicht nachbilden oder so? Ich habe natürlich keine Ahnung. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ja, weil hier einfach eine Zuglinie ist. Was, links abbiegen? So. Oha. Es ist vorbei. Was? Ach, da unten rein, alles klar. Dann laden wir mal die Fracht ab. Ausgezeichnet, Ethan von Belgrad nach Stuttgart geliefert, Gefahrenstrecke 1160 Kilometer, Dauer 1 Stunde 38 Minuten, verbrauchter Kraftstoff 517 Liter, das war der 219. erledigte ETS 2 World of Starkes Auftrag, es gab dafür 91.096 Euro. 51.096 Euro und 1784 Erfahrungspunkte. Kein neues Level. Wo können wir hier nicht pendeln, sondern uns reparieren? Hier. Dann fahren wir nochmal die 18 Kilometer, ach, die 7 Kilometer. 18 Minuten sind es gewesen. Die 7 Kilometer hin. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob es jetzt nicht eins von ihnen nachgebaut wurde von der SDS-Software oder. Biege nach links. Hast du nicht gesehen, wo das ist? Ob ich jetzt. Ob das prinzipiell sogar richtig sein könnte? Ob es eine Art Nachbildung ist oder whatever? Ich habe keine Ahnung, wo Stuttgart 21 ist. In Stuttgart. Rechts halten. Und dann rechts abbiegen. Nie dort gewesen. Biege nach rechts ab. Also in Stuttgart jetzt nie mehr irgendwie mich näher mit Schucker 21 beschäftigt. Also das, was durch die Mädchen ging. Schweige denn, dass ich mir irgendwie die Karte angeschaut habe von
links abbiegen. Schuckert. Biege nach links ab. Und das ist was durch die Meldungen, das ist auch zumindest von meinem Wissen, was auch nicht wirklich gefestigt ist, so, ne? Das ist dementsprechend auch gut, nevermind, es war eine scheinbar Straßenbahn und nicht Schucke 21, aber okay. Bla. Rechts halten. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Okay. Na, erst auf die Zug geht. Nimm die Ausfahrt rechts. Ich weiß nicht, warum ich gerade eben irgendwie mit dem... Oh, zu schnell. In der Kurve schon mal. Mit dem Bunnyrun gerechnet habe. Es war ja kein bisschen die Schilder vom Bahnübergang. Biege nach rechts ab. Das ist geradeaus. Links abbiegen. Ja, wenn man nicht die richtige Taste auf dem Lampen trifft, ne? Links abbiegen und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. So, jetzt ist das Benzcenter entdeckt. Wer hätte das gedacht, ich bin ja auch bei der Werkstatt gerade. Genau deswegen, erstmal 45%, also wird sehr teuer. Ja, wird sehr teuer. Junge, Junge, Junge. Dann bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Entweder hier vom Euro Truck Simulator 2 oder vom American Truck Simulator. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.